Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, meine Leute, zu einem neuen Special hier auf diesem Kanal. Ja, das Ganze ist ein Crossover zwischen den Formaten Index Rundschau und Akte Goa, weil die heutige Filmreihe praktisch in beiden dieser Formate zu besprechen ist. Und ja, ich dachte aber, wir machen das heute mal als ein Video. Das letzte Video vor dem kleinen Kanalurlaub, der dann ab morgen praktisch startet. Und ja, sobald der Kanalurlaub fertig ist, wird es ein weiteres Special dieser Art geben, dann mit einer anderen Filmreihe. Und zwar ist die Rede heute von der Shockumentary-Reihe Bennett in America. Ja, Bennett in America, 6 Filme, es war ursprünglich nur auf 5 Filme angelegt, die Reihe, man sieht das auch, die ersten beiden Teile stammen aus dem Jahr 1998, Teile 3 und 4 aus dem Jahr 1999, Teil 5 aus 2000 und Teil 6 ist dann 2011 noch einmal nachgeschoben worden, ja, aber im selben Stile kann man eigentlich sagen. Und ja, es gibt sie überwiegend einzeln als DVDs vom Brain Damage Film oder hier eben auf Blu-ray. Das sind dann alle 6 Filme auf einer Blu-ray drauf. Und ja, machen wir erstmal eine kleine Bestandsaufnahme. Wie ich eben schon sagte, Jahreszahlen. Und ja, alle 6 Teile sind indiziert worden und Teile 1 bis 5 sind sogar beschlagnahmt worden. Bei Teil 1 ist es so, er wurde am 31. oder ich guck mal eben, ich glaube, alle Filme wurden am 31. Mai 2013 indiziert, zumindest Teil 1, Teil 2, 3, 4, 5 und 6, genau. Alle Filme wurden am 31. Mai 2013 indiziert, wobei Teil 1 bis 5 wurden B indiziert, Teil 6 landete schon nur auf Liste A. Ja, also da hat die BPJM schon selber gesagt, der Film ist wahrscheinlich nicht ganz so strafrechtlich relevant wie die ersten Teile. Außerdem folgten Beschlagnahmungen Teil 1, Teil 2, Teil 3, ja eigentlich alle. 4 und 5 am 30. April 2014 erfolgte von allen 5 Filmen auch die Beschlagnahmung. Okay, die Bewertungen, zum Beispiel auf Schnittbericht.com, sind relativ durchschnittlich, 5 bzw. 6 Punkte, wobei ich darauf ja bei Akte Goa dann gleich nichts zu geben werde. Ja, wir machen jetzt das so, ich werde jetzt erst einmal im Rahmen des Akte Goa Projektes praktisch ein bisschen was zur Handlung erzählen, was man in den Filmen sagt und dann werden wir uns hier noch einmal einfinden, um letztendlich über die Indizierung und Beschlagnahmung dieser Filme noch einmal zu sprechen. Ja, dann jetzt hier so in gewohnter Umgebung sozusagen. Ja, die Bennett in America-Reihe ist wie gesagt eine Shockumentary, das heißt, es gibt keine Handlung in dem Sinne. Es ist ja kein Spielfilm, es ist eine Aneinanderreihung von Szenen. Das können unterschiedlichste Art sein. Ich habe von jedem Film ungefähr 10 aufgeschrieben. Das können Unfallopfer sein, das können Mordopfer sein, das können Tierschlachtungen sein, das können Flugzeugabstürze sein, also Katastrophen. Oder auch irgendwelche anderer kurioser Mondokram. Es muss nicht immer nur um das Thema Tod gehen bei dieser Reihe. Alle Filme sind sich relativ ähnlich und es ist sogar so, dass man theoretisch vielleicht sogar einen ganzen Film wegkürzen könnte, wenn man nämlich schon andere Shockumentaries gesehen hat. Namentlich Gesichter des Todes, Faces of Gore, Executions 1 und 2, dann kennt man in dieser Reihe schon einige Szenen, weil sich das Material teilweise wiederholt. Das liegt natürlich daran, dass die Macher so einer Reihe natürlich auf weltweit verfügbares Material, wo keiner wirklich Rechte dran hat, zurückgreifen. Ja? Dadurch tauchen vereinzelte Szenen immer wieder in allen möglichen Shockumentaries auf, sodass man ja immer mal wieder dasselbe Material sieht. Ne? Muss man einfach wissen. Ja, der erste Teil ist noch, und der zweite eigentlich auch, die sind noch sehr Mondo-mäßig. Also nicht so wie Gesichter des Todes oder so, nur auf Tod aus oder was, oder Faces of Gore und Unfallopfer. Nee, es ist so, es gibt auch mal andere bizarre Szenen. Wir fangen an praktisch, das ist auch die Cover-Szene. Da ist ein Mann praktisch auf dem Highway, da ist sein Auto steht dort und er sitzt drin, so ein kleiner Pickup oder was, und das fängt Feuer, explodiert praktisch fast.
So, und er rennt hinterher raus und das war so, dieser Mann wollte sich eigentlich dadurch selbst töten. Das war eigentlich ein Selbstmord. Das hat aber nicht so wirklich geklappt und dann ist er eben rausgerannt. Und dann sieht man ihn eine ganze Zeit da fast planlos umherlaufen. Er geht auch einmal so, sieht so aus, er ist auf so einer Art Brücke, als würde er runterspringen wollen, tut aber auch nicht. Also irgendwie hat er nicht die Überwindung. Er hat wohl Angst vor zu langem Leiden und ja, greift dann seine Schrotflinte und er schießt sich. Und das Blut fließt dann praktisch über die Fahrbahn. Offensichtlich von einem Helikopter aufgenommen worden, das Ganze. Und ja, das läutet also praktisch diese Filmreihe hier ein. Ja, interessant ist noch eine Verfolgungsjagd von einem Auto mit einem Polizeiauto. Dieses Auto rast irgendwie ja auch relativ rücksichtslos durch die Stadt und baut letztendlich auf einer Kreuzung einen Auffahrunfall. Ja, dann, das ist schon interessant, weil auf dem fünften Teil, das kann ich hier mal zeigen, auf dem fünften Teil die Cover-Szene sozusagen, das ist hier so eine Erschießungsszene auf dem Sportplatz und diese Erschießungsszene kommt jetzt hier schon in Teil 1 vor. Hat mich ein bisschen überrascht, also offensichtlich haben die Polizisten diesen Mann verfolgt und er will sich nicht ergeben und dann erschießen sie ihn. Wir haben sehr oft ziemlich harte Polizeigewalt in diesen Filmen, ja. Man es wirklich sagen kann, also, warum schießen die jetzt einfach urplötzlich, ne? Zumindest wird das so dargestellt. Wie die Situation letztendlich hundertprozentig war, können wir natürlich nicht sagen. Wir müssen das Material ja so hinnehmen, wie es ist. Das Material soll eigentlich zu 100% echt sein, authentisch, also nichts gestellt, keine Spezialeffekte, nicht so wie ein Gesicht des Todes, wo auch mal was nachgestellt wurde. Also es soll alles rein real sein. Ob das nun wirklich so ist, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich habe es jetzt erstmal für bare Münze genommen. Bei einigen weiß man, dass es echt ist. Das ist klar. Also es ist die Frage, woher kommt das ganze Material? Kommt natürlich aus Pressearchiven, aus Polizeiarchiven, von Privatfilmern und so weiter. Und so fort. Das heißt, irgendwie kommt man dann da schon ran oder aus dem Internet. Ja, dann 1994 eine Einblendung, da, das wurde eine Strafe oder was, irgendwie in irgendeinem Land, da werden einem die Hände abgehackt, ja. Dann sieht man, das ist schon wieder so Mondo-mäßig oder irgendwie so, das hat eher so wie bei Jackass gewirkt, da sieht man einen, der hat so Kartons aufgestapelt auf der Straße, übergießt diese mit Benzin und zündet das an und ein anderer fährt mit so einer Art Hot Rod dann da durch diese Feuerwand. Was das Ganze jetzt soll, habe ich nicht verstanden. Dann sieht man ein brennendes Haus, wo die Leute aus diesem Fenster springen und dann unten auch auf den Boden aufschlagen. Das habe ich, meine ich, schon in anderen Dokus gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nur in Faces of Gore gesehen hatte oder auch in Faces of Death. Manchmal verwischen da die Spuren, weil wenn man jetzt, wenn es jetzt auch noch anfängt, früher konnte ich es immer zuordnen eigentlich, die Szenen. Nur das Problem ist, wenn jetzt mehrere Szenen schon in mehreren Dokus waren, dann kann ich nicht mehr hundertprozentig sagen, was wo zuerst mal gesehen wurde. Ne? Ja, dann sieht man irgendwelche Indios, die irgendwelche Drogen nehmen und dann irgendwelche Exzesse da haben. Dann ganz kurios, ein Mann, der hat also praktisch den seinen Hodensack. Der geht bis zum Fuß, also der ist gigantisch angeschwollen. Er muss auch, der muss auch von jemandem, also der Hodensack muss praktisch beim Treppe hochgehen von jemandem gestützt werden. Also muss eine ganz schlimme Krankheit sein. Dann sieht man die Erschießung aus Executions 1 und 2 von diesem Mann, der eben in diesem arabischen Land hingerichtet wurde, mit dieser Texttafel, die er vor sich hält, die man auch, glaube ich, als, genau, bei Teil 4 hat man die auch wieder als Cover-Szene. Also die haben wir jetzt in Executions 1 gehabt, am Ende, am Anfang für Executions 2 und jetzt auch nochmal in diesem Film, okay. Ja, dann ja, sieht man auch noch, genau, und da weiß man ja auch, dass es echt ist, dass eine Szene, die ich glaube sogar in Executions auch zu sehen war, aber nicht hundertprozentig, in Gesicht des Todes kennt man es eher, irgendein Politiker, der sich vor laufender Kamera erschossen hat, ne? Der so gesagt hat, oh, ganz ruhig, alles okay und dann nur bumm und dann ist er weg. Ja, also eine sehr bekannte Szene, in vielen Documentaries enthalten und ist eben auch real so passiert, da weiß man es einfach. Ja. Ja, also wie gesagt, ist noch viel, viel mehr in dem Film drin, aber ich will jetzt immer nur so ein paar Szenen erzählen aus dem Film, weil sonst dauert das ja einfach zu lange. In Bennet the America 2 ist das so, die Anfangsszene ist, dass sie einen Fahrstuhl haben. Und in diesem Fahrstuhl, irgendwie muss da einer draufgekommen sein, oder aus irgendwie Gründen sieht man da nur so einen abgetrennten Arm und später bergen sie auch die Leiche. Also irgendwie, vielleicht wurde der eingequetscht ganz oben oder was, also ich weiß nicht, wie man da raufkommt. Also auf jeden Fall ein Fahrstuhlunfall sozusagen. Ne? Dann sieht man einen Terroristen, der eine Zeitbombe an sich eigentlich hatte und einen Anschlag verüben wollte und da ist irgendwas schiefgegangen. Jedenfalls lebt er noch, obwohl er schon explodiert ist, ja.
Und da versuchen sie ihn irgendwie zusammenzukratzen. Interessant ist da auch so ein, das hat mich an Final Destination erinnert. Das kann man mal sehen, wie der Geschichten das Leben schreibt. Sehr tragisch fand ich, die Szene fand ich sehr tragisch. Da sieht man, da war auf einer Autobahn nachts ein Auffahrunfall passiert. Und der Mann hatte das aber überlebt und ist aus seinem Auto gekommen und war wohl schon verletzt, aber er hatte überlebt, rausgekrochen und ist dann hinterher doch nochmal überfahren worden, dann gestorben. Das ist also Final Destination at its best, sag ich mal so. Sehr tragisch das Ganze und wie gesagt, man sieht nicht, dass, wie das passiert, sondern man sieht nur seinen toten Körper und dann eben entsprechend wird erklärt, wie es dann dazu kam. Dann eine Aufnahme vom 6.8.1991, das wurde eingeblendet, eine Massenkarambolage auch wieder auf einer Autobahn, wo irgendwie einer nur so falsch gefahren ist und hinterher und irgendwie so ein LKW hinten verliert auch noch die Kontrolle, also furchtbarer Unfall. Dann ein Typen, das ist wieder so Mondo-mäßig, so ein Typ, der versucht die ganze Zeit eine Flasche selbst am eigenen Kopf zu zerschlagen und scheitert ständig daran. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so eine Art Challenge war, so wie die Ice Bucket Challenge oder was, keine Ahnung, ob das irgendwie in den 90ern mal verbreitet war. Dann eine Parade, ich weiß nicht, ob das jetzt, keine Ahnung, so eine schwulen Lesbenparade sein soll, sowas ähnliches, das sind eher so stark tätowierte, stark gepierste Menschen oder welche, so die so Body Modifying machen. Einer, das war interessant, der hatte praktisch am Bauch, das war so gemacht, der hatte da was so drinstecken und da, also, wie soll ich das erklären? Als wenn er da so ein Loch im Bauch hätte, so die Haut geht da drüber und da ist was, so wie so eine Stange drinstecken. Und die konnte auch rausnehmen, Finger durch, alles gut. Also so ähnlich, wie man das, diese Tunnelohrringe im Ohr kennt, so hatte er das praktisch im Bauch. Das war schon kurios. Und hinterher sieht man dann noch, wie eine Frau ein Schamlippenpiercing bekommt. Also in jeden Einzelheiten wird das gezeigt, praktisch dokumentiert. Ja, war ja auch mal ganz interessant. Dann eine armdrückende Szene mit Skorpionen irgendwie, die dann so zustechen sollen, die wahrscheinlich auch giftig sind. Ihr merkt schon, wo es hier hingeht. Dann, das würde Marvin nicht gefallen, wenn er das sieht. Da war eine Hundekampfszene, so ein Hundekampf, so wie man es von Hahnenkämpfen aussieht. Aber ich habe es nicht verstanden, wo das ist, weil das war so, da waren hunderte Zuschauer. Das war jetzt nicht irgendwo in einem dreckigen Hinterhof, so wo keiner hin darf. Ne? Das war sehr öffentlich, ja? Relativ öffentlicher Hundekampf, wo viele, viele Zuschauer waren, auch Jüngere, auch Ältere, Wetten wahrscheinlich abgeschlossen und so weiter. Muss irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein asiatisches Land war oder was, also ob es illegal war, habe ich auch nicht verstanden, aber auf jeden Fall waren da ziemlich viele Leute bei diesem Hundekampf. Dann sieht man auch einen Stierkampf auf Spanien oder wo, wo der Stier eben gegen so mehrere Toreros kämpft und so weiter. Das war auch eine fiese Szene, die Jungenbeschneidung, das war auch so ein indigenen Volk oder was, wo gezeigt wurde, wie die Jungen dort beschnitten werden praktisch. Das sah nur so komisch aus, also müsst ihr euch vorstellen, die wurden ja so festgehalten dann praktisch und dann wurde die Vorhaut sehr, sehr, sehr lang gezogen, also unter uns, bei mir ginge das nicht, aber okay, wurde sehr lang gezogen und dann praktisch Messer rübergehalten und dann fumm, und dann ist sie ab. Ne? Und dann Schnellversorgung oder was. Ne? Es wirkte aber ziemlich brutal, das Ganze. Ne? Also, und es sah auch so aus, als würden die das gar nicht so wirklich wollen. Also war wohl auch wahrscheinlich ohne Betäubung und so weiter. Aber wir wissen ja alle, dass diese, ja, dass die letzten indigenen Völker, die es so gibt, da irgendwelche komischen Beschneidungsrituale haben, warum auch immer. Gut, ich sag immer, man darf auf so, wie gesagt, indigene Völker nicht so herablassend gucken, weil ganz ehrlich, das, was bei uns die modernen Piercings und Tattoos sind, das ist letztendlich auch nur ein Ausfluss von dem. Ja, also da sind die zivilisierten Leute nicht besser. Es ist nur ein bisschen klinischer geworden, ne? Und nicht mehr ganz so rabiat. Ne? Also von dem her. Ne? Und gut. Und das Letzte ist dann noch so eine Massenpanik-Szene. Sehr ähnlich wie damals bei der Love Parade praktisch, nur hier, ich weiß gar nicht mehr warum, ob da, also irgendeine Veranstaltung, nur plötzlich fangen alle an da rumzurennen, übereinander zu trampeln und sind ineinander verschlungen, können gar nicht so einfach geborgen werden, auch ziemlich heftig. Und wenn man, wie gesagt, bedenkt, also das einzige Mal, wo ich davon nur gehört hatte, war eben über die Nachrichten von der Love Parade damals und dieser Katastrophe, so, da hat man aber nie wirklich was gesehen. So, aber hier sieht man mal, wie das dann wirklich ist und bekommt wenigstens einen Hauch von Vorstellung, wie diese Panik dann wirklich sein muss. Das kann man, wenn man nicht dabei war, nicht erleben. Aber so, wenn man es mal optisch sieht,
Das ist schon was anderes, als wie man einfach nur in den Nachrichten hört. Ne? Ja, Bennett in America 3 ist dann so, dass wir, wir fangen an mit dem Juwelenraub und Polizistenerschießungen und so weiter, okay. Dann das hat mich an Final Destination 4 erinnert, wir haben einen Dragster, also so ein ziemlich langgezogenes Auto, wo hinten so die großen Räder sind. Und der rast also auf so einer Art Autorennbahn, passiert irgendwie ein Unfall, aber auf jeden Fall rast er gegen die Wand und die großen Räder hinten lösen sich und fliegen mitten in die Zuschauermenge. Und da sage ich auch mal wieder, das kann man nicht stellen. Diese Filme haben kein Geld, die haben kein Budget. Das kann nicht nachgestellt sein. Das muss alleine schon deshalb echt sein. Ne? Allein nur, wenn man sich überlegt, was wir uns hier für eine Art Film angucken. Und könnte ja jeder sofort nachprüfen, ob dann und dann irgendwann mal so ein Unfall passiert ist. Ne? Dann fängt es jetzt langsam an, dass wir auch mal nur Fotos einblenden, nicht nur irgendwelche Aufnahmen. Wie blöd kann man sein? Ne? Thema dieser Szene ist insbesondere, dass man ein Pärchen sieht, wo die Frau ihren Mann entmannt hat, also ihm das Glied abgetrennt hat. So, aber das war wohl freiwillig, das war wohl irgendwie so ein sexueller Fetisch auf jeden Fall. Und man sieht auch noch viele andere Fotos. Es geht nur darum, diese Fotos von diesen Straftaten, auch von diesen Morden, die dann begangen worden sind, die sind ja mit einer Kamera aufgenommen worden. Und zwar nicht mit einer Digitalkamera, sondern mit einem normalen Fotoapparat. Und die Fotos wurden zum Entwickeln gegeben, in ein Entwicklungsstudio. Und als die Studios das gesehen haben, haben sie natürlich die Polizei oder das FBI oder den Sheriff aktiviert. Ne? Also... Wie blöd kann ich sein? Also wenn ich schon sowas begehe, dann schicke ich die Beweise doch noch nicht in alle Welt. Also ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Dann wieder ein Stierrennen durch eine Stadt. Davon habe ich schon mal gehört. Ich habe nur vergessen, wo es ist. Dass es wirklich so einmal im Jahr oder alle paar Jahre oder wann so ein Rennen durch die Stadt geht. Wo, also erstmal wohl die Leute nur so Wettrennen machen und hinterher werden noch mindestens zwei Stiere losgelassen, die dann die Leute auch noch jagen und dann natürlich auf den Hörnern aufspießen und sonst was. Also Unfälle gibt es dann natürlich auch. Dann eine Szene nach einem Bombenanschlag in der südafrikanischen Stadt, wo viel Tohubabohu ist. Da war ein Bär angekettet, also ein richtiger Bär, der war aber nicht so riesig, in dem war ein junger Bär. Und zwei Pitbulls sollten den bekämpfen. Also der Bär war angekettet und die Pitbulls wurden geschickt, um ihn zu bekämpfen, sozusagen ein Tierkampf. Und ich habe es jetzt nicht verstanden, ob der Bär nun keine Zähne mehr hatte. Irgendwas war da mit Toothless Bear oder was? Es ist alles auf Englisch, ich habe es nicht ganz verstanden. Jedenfalls kann der Bär den einen Hund totschlagen, also der Bär gewinnt diesen einen Kampf. Und der zweite Hund wird dann irgendwie weggeholt, also keine Ahnung. Also auf jeden Fall, die Hunde haben es nicht geschafft, den Bären zu überwältigen. Obwohl es wohl sehr hart dressierte Kampfhunde waren in dieser Szene. Dann haben wir noch eine, ja, ich habe jetzt Christus-Szene aufgeschrieben. Ich wusste mal, wie das heißt. Also, es gibt doch so diese Passionsspiele oder was das ist. Es gibt doch immer so, so Orte, wo die Leute diesen Leidensweg Christi nachgehen. Ja? Und da hat man dann eben Leute gesehen, die sich selbst auch geißeln, also verletzen. Oder der eine, der irgendwie so ein Kreuz mitschleppt und so weiter. Also so etwas in der Art hat man dann gesehen. Waren auch ein paar blutige Exzesse bei und ja, dann sieht man noch diverse Szenen, die man auch aus Faces of Gore 1 und 2 schon kennt, Unfallopfer und so weiter und auch weitere Leichenfotos. Alles in allem war der dritte Teil jetzt mal nicht ganz so interessant für mich persönlich. Naja, Bandit in America 4, das ist auch interessant, beginnt mit derselben Öffnungsszene wie Faces of Gore 1 und 2, nämlich mit diesem Motorradopfer. Das war ja ein junger Mann auf einem Motorrad, der ist ja mit dem Kopf dann letztendlich zwischen einem Pfeiler und einem Zaun gerast und ist Matsch gewesen. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Und die Szene zeigt dann halt praktisch, wie die Rettungskräfte versuchen, diese Leiche zu bergen, ne? Was ziemlich lange dauert. Trotz Helm natürlich überhaupt keine Chance. Und ja, wie gesagt, dieser Teil fängt eben mit dieser Szene an, die auch schon in Faces of Gore 1 und 2 die jeweils die Eröffnungsszene war. Die aber eigentlich aus Asien sein soll. Also nach hinten raus sind viele asiatische Szenen hier auch in der Reihe. Also anscheinend ist denen dann das amerikanische Material ausgegangen, weil eigentlich hatte ich gedacht, so hatte ich es mir gedacht, dass das eigentlich alles nur amerikanische Sachen sind. Weil ja eigentlich die Intention dahinter war, hinter dieser Reihe, dass es hier um Material geht, was zum Beispiel in Nachrichten oder im Fernsehen nicht mehr gezeigt werden kann. Von Unfällen, von Katastrophen oder was auch immer, was dann zu schockierend gewesen ist. Ne? Das heißt, die Reporterteams sind zwar immer da, filmen auch alles, aber es wird natürlich nicht, das meiste wird nicht gezeigt. So war eigentlich meine Intention bei dieser Reihe, aber irgendwie scheint es nicht so wirklich zu sein. Naja. Dann, was haben wir da noch?
Genau, da war ein Wohnwagen verunfallt. Den Unfall sieht man nicht, sondern nur diesen Wohnwagen, der da hängt. Es soll 9 Tote gegeben haben. Das war jetzt nicht ganz so spektakulär, aber auch tragisch praktisch. Und das war wirklich so, wie man es sich auch vorstellt. Fernsehberichterstattung, da hätte ein Team vielleicht einmal den Wohnwagen gezeigt, vielleicht einen Polizisten interviewt oder eine Rettungskraft, wie auch immer. Hier sieht man halt ein bisschen mehr mal, ein bisschen Hintergrund. Ne? Ganz klar, also wirklich klassisch, als sei es aus dem Fernsehen rausgeschnitten worden und nicht mehr, das sollte man den Zuschauern nicht mehr zumuten. So wie ich es eben gerade gesagt habe, da passt diese Szene eigentlich perfekt dazu. Dann irgendwie auch wieder diverse Tote immer zwischendrin, ich erzähle das meiste nicht, dann war irgendwie so eine Frauenleiche, die so den Arm auf hatte, kennt man vielleicht aus, hier so ähnlich als Spezialeffekt dann aus Texas Chainsaw Massacre The Beginning, wo Leatherface ihm ja auch so die Arme aufschneidet, so ähnlich war das ja auch, also bis auf den Knochen alles weg praktisch. Und auch sonstige Verletzungen. Ich hatte es jetzt nicht verstanden, ob sie selber gemacht hatte oder ob ihr das angetan wurde. Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann ist es so, ja, so irgendein Flugzeugabsturz, dann ein Stunt. Dann eine sehr alte Leiche, wo auch viele Würmer schon drauf waren. Das war mit die ekligste Szene dann praktisch. Ja, also die schlägt auf den Magen, ganz klar. Dann, oh ja, das war auch tragisch. Da sind wir in einer Druckerei. Und ein Mann war aus welchem Grund auch immer mit seinem Arm in die Druckerpresse geraten und steckt fest. Und Arm ist natürlich völlig eingequetscht und alles. Und da wurde gesagt, dadurch, dass so viele Schaulustige oder so viele Leute da rumgewuselt sind, hat es 2 Stunden gedauert, bis er befreit wurde, weil einfach die Rettung ständig behindert wurde. Man sieht auch später seine Hand, also die Finger, die schon weiß geworden sind, weil die schon abgestorben sind, mangels Durchblutung und so weiter. Das ist, das ist natürlich eine heftige Szene und das, gut, ich glaube, der Mann hat dann am Ende überlebt, aber ist natürlich, muss ja auch höllisch sein, ne? Ganz klar, da festzustecken und so weiter. Wahrscheinlich hätte ich eher versucht, den Arm dann letztendlich abzuhacken, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Erstmal kommt noch die Frau aus Faces of Gore 1, aus dem Suizidkapitel, die sich selbst erschossen hatte, weil sie dachte, sie hat eine unheilbare Krebskrankheit. Das hatte ich in Faces of Gore auch schon angesprochen. Die sieht man jetzt hier auch nochmal. Und als ich eben von dem Mann mit der Druckerpresse gesprochen hatte, jetzt kommt das nämlich auch. Wir sehen jetzt nämlich auch Fotos aus dem Internet, unter anderem von der Seite rotten.com, die nicht mehr existiert. Ich erinnere mich aber noch an die Seite. Ich habe die früher auch ein, 2 Mal besucht gehabt, als es sie noch gab. Und dieser Mann aus der Druckerszene hat mich an die einzige Szene erinnert, an die einzigen Fotos, an die ich mich von rotten.com noch erinnere. Und das war nämlich ein Mann, der mit seinem Arm in einem Fleischwolf geraten war, dort feststeckte und draußen kam seine Hand praktisch wieder raus, völlig zerfleischt dann. Ne? Das war die einzige bildliche Szene, die ich noch im Gedächtnis habe von der Seite. Gut, war 3 Mal oder was, habe ich die vielleicht damals besucht. Das war irgendwie so zu meiner Jugend so eine Art Mutprobenseite sozusagen. Aber inzwischen ist sie vom Netz genommen worden, also ihr findet die nicht mehr. Hier sieht man eben noch einige Fotos. Tierschlachtungsszenen, Insekten, die gegessen werden oder eine Autopsie, die vor Studenten vorgenommen wird. Teil 5 war der heftigste von allen, fand ich. Also zumindest hat er mich jetzt am meisten schockiert, obwohl die Szenen jetzt hier gar nicht so schockierend sind. Aber ich lese mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Das erste ist, ein Mann, der auf dem Boden liegt, der von einem Hochhaus gesprungen war, wo auch seine Leiche birgt praktisch. Dann ein Flugzeug, das nach dem Start direkt wieder abstürzt und dann auch explodiert, also ein brennender Flugzeugabsturz. Dann diverse Leichen nach einem Massaker in einem Bürohaus, was schon etwas länger her sein muss, weil die angeblich so furchtbar gestunken haben soll, dieses Haus und so weiter, also mit Todesgeruch. Das muss dann schon ein bisschen was her sein, das kann nicht 2 Stunden dann her sein. Dann, das hat mich etwas verwundert, ich habe auch vor, die Deathfile-Reihe zu sammeln. Die ist nur so schweineselten und so schweineteuer. Inzwischen gibt es ein paar Blu-rays, das ist ein bisschen einfacher dann zu bekommen. Das ist eine japanische Reihe, ich glaube 10 Teile oder was gibt es davon. Das ist eine der längsten Shockumentary-Reihen, die es gibt. Und da gibt es sowas wie Teil 1, Teil 2, Teil 3 und es gibt auch Deathfile Red, Yellow und Black. Und auf dem Cover von Deathfile Red ist das, glaube ich. Da sieht man ein groteskes Geschöpf. Und diese Szene ist auch hier mit drin. Und zwar, irgendwo muss das im südamerikanischen Raum, glaube ich, sein. Also südamerikanisch oder südostasiatisch, aber ich glaube südamerikanisch. Wo eine Frau praktisch ein Baby in der Hand hält, aber dieses Baby, das ist praktisch kaum noch als Mensch zu erkennen. Also es hat einen furchtbar deformierten Mund und das Schockierendste daran sind die Augen.
es sind nicht so Augen, wie wir haben, sondern die sind durchgehend knallrot. Ja? Also so, ich sehe da jetzt auf meinem Bildschirm so einen roten Punkt, dass die Kamera aufnimmt. So rot als Punkt kann man sich die Augen vorstellen, die praktisch schon aus den Höhlen auch gequollen sind. Aber es scheint zu leben. Was auch immer das ist, es scheint zu leben. Es ist nicht so, dass das eine Totgeburt ist, was natürlich auch extrem grauselig ist. Ne? Und jeder, der in seinem Leben das tragische Unglück hatte, ein schwerbehindertes Kind zu bekommen, der kann da natürlich irgendwie mitfühlen und sagt, also das ist mit das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, psychisch auch. Und wie gesagt, also die Szene ist umstritten, weil es bis heute nicht hundertprozentig klar ist, ist das nun echt oder nicht. Natürlich könnte man das Ganze, weil sich das Ding ja auch bewegt und alles, könnte man mit Sicherheit mit Robotertechnik oder mit Fadentechnik irgendwie machen. Ja, man könnte es stellen, aber die Frage ist, würde das so aussehen dann? Würde das gehen? Ich meine, es sieht nicht gestellt aus. Ja? Wenn ich da zum Beispiel an die Guinea Pig Filme zurückdenke, vor allem an Teil 2, wie er so ihr die Hand abschneidet und die Hand ist ab und krümmt sich dann. Das haben sie im Making-of gezeigt, mit so Drähten und wenn man da so zieht wie so eine Art Marionette, dann krümmen sich die Finger dann, alles künstlich gemacht, okay. Das heißt, es würde gehen. Aber so wie sich dieses Kind, sagen wir mal so, bewegen, also das sieht noch natürlich aus. Auch die Mundbewegung, dass so offensichtlich eine Art Atmung stattfindet, also irgendwas muss damit sein. Ja, und deshalb, also ich befürchte, dass es eine echte Szene war. Ich hoffe, ich sage es mal so, ich hoffe, dass das Ding nicht lange gelebt hat. Ja, dass es für sich selbst und für alle anderen gestorben ist, weil das hat ja gar keine Chance. Das war unerwartet, sagen wir mal so, dass die Szene dort kommt. Ich wusste ja, dass diese Szene existiert, aber nicht in diesem Film. Also das hat mich jetzt nicht so extrem schockiert, weil ich ja wusste, dass diese Szene existiert. Ich habe sie auch früher schon einmal gesehen, aber ich wusste nicht, dass sie in diesem Film vorkommt. Dann sieht man eine Schlachthausszene in so einer Hühnerschlachterei, wo die Tiere auch bestialisch gehalten werden und behandelt werden. Also jeder, der gerne Chicken Nuggets isst, der sollte sich diese Szene nicht ansehen. Auch vor allem auch wieder der Marvin nicht von Chucky und mehr. Dann sieht man viele Gewaltopfer wieder, auch eine Kinderleiche. Ja. Dann sieht man Schafe in einem Schlachthof und die Schafe, ist auch komisch, sie werden so eine Treppe runtergestoßen und der Typ schlägt die auch einfach so, also keine Ahnung. Ich weiß, Tiere sind nach deutschem Recht Sachen, aber irgendwo hört es dann doch auf. Dann sieht man weitere Fotos von Kadaver.org und Rotten.com. Ob dieses Kadaver.org noch offen, weiß ich nicht. Also Rotten.com ist zu, das habe ich ja schon gesagt. Dann sieht man Fotos von John F. Kennedys Autopsie. Ja, die sind wohl auch irgendwie im Internet gelandet. Und ja, viele weitere Internetfotos und Sachen. Ja, trotzdem, also obwohl ich jetzt gar nicht so viel erzählt habe, war der fünfte Teil am schockierendsten, erzähle ich aber gleich nochmal, wenn ich wieder zu Index Rundschau zurückwechsle. Und ja, Bennett America 6 nochmal so ein bisschen, das ist so, also eigentlich überwiegend, das sieht man hier 9-11-Aufnahmen, das ist auch die Coveraufnahme praktisch, also wie die Flugzeuge in das World Trade Center fliegen oder wie Leute da rausspringen und so weiter. Ich hatte jetzt eher gedacht, dass die auch hier irgendwie, wenn die Toten unten angekommen sind oder aus den Trümmern gezogen werden, dass man da viel in diesem Film sieht, ist aber nicht der Fall. Ne? Also wie gesagt, 9-11, dann die Highway Patrol, die einen Mann irgendwie umzingelt hat und der sich dann auch selber erschießt, ja, mit so einer Shotgun oder was. Kann man dann sehen, dann aus dem vierten Teil dieser Reihe wiederholt sich wieder eine Szene, das ist auch so eine Art Straßenschlacht oder was, und da sind Leute so mit so einer rot-weiß-roten Fahne lang gelaufen, das sieht man hier in diesem Film auch wieder. Dann noch einen anderen Mann, der sich in einem Auto selber erschießt, diesmal mit einer Pistole und im Auto. Dann weitere bizarre Rituale und in irgendeinem Film ist auch mal eine Szene gewesen, wo, ich glaube, das sollten Muslime sein oder was, die sich also irgendwelche Metallstangen durch den Körper jagen, im Gebet sozusagen, also diese Schmerzen als Gebetsextase sozusagen, soll irgendwie das Verhältnis zu Gott stärken oder was, also sah schon seltsam aus, der eine auch mitten durch den Bauch wieder. Das ist jetzt nicht im sechsten Teil gewesen, aber so ähnliche bizarre Rituale hier aus Afrika oder irgendwie so. Dann nochmal 9-11, weitere Aufnahmen oder teilweise dasselbe wie von eben, okay. Dann ein großer Polizeieinsatz wieder, dann wieder diese Sportplatzerschießungsszene, die ich vorhin bei Teil 1 erwähnt hatte, also diese eine Cover-Szene und zum Schluss noch ein drittes Mal Szenen vom World Trade Center, also überwiegend eher das.
Und ja, das war eigentlich so der wichtigste, der spannendste, der interessanteste Inhalt. Wie gesagt, zwischendrin sind hunderte Unfallopfer oder Mordopfer, die ich jetzt nicht alle einzeln hier erzählen möchte. Das ist natürlich, denke ich, klar. Ja, kurz zur Bewertung. Eigentlich sind die ersten vier Bandit in America Teile relativ gleich. Ja, die sind dadurch, dass sie, es ist so eine Mischung aus ein bisschen Mondo, überwiegend sowas wie Leichenopfer à la Faces of Gore, aber auch mal Unfälle live oder eben auch Erschießungen. Das Ganze ist schon ziemlich brutal, das Ganze. Dadurch, dass es so neu ist, auch kommt es auch härter rüber, die einzelnen Szenen, also zum Beispiel in Executions 1 und 2. Ich weiß, ich glaube, ich habe bei Executions 1 und 2 die Bewertung vergessen in dem Sinne. Ja. Und ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, dass ich bei Faces of Gore 1 und 2, meine ich, hatte ich glaube ich 16 Gore-Punkte gegeben und denen wollte ich jetzt praktisch 17 Gore-Punkte geben. Ich würde aber sagen, dass ich Bandit in America 1 bis 4 ungefähr gleich einordne. Ja? Also so als Durchschnitt, ja, diese ersten vier Filme. Teil 6 ist wesentlich harmloser vom Grafischen. Klar, wir haben diese zwei Selbsterschießungen und so weiter. Aber dadurch, dass der Fokus überwiegend auf das brennende World Trade Center hier liegt, haben wir nicht so viele direkte Gewalt. Ne? Ist auch vorhanden, ja, aber trotzdem würde ich sagen, der sechste Teil bekommt von mir 15 Gore-Punkte. Aber der fünfte Teil, da muss ich echt sagen, der fünfte Teil insbesondere... Der fünfte Teil hat mich deshalb so schockiert und getroffen, weil auch sehr viel Gewalt gegen Kinder vorhanden war. Nicht dieses Rotaugenbaby, das hat zwar auch schockiert, aber es ist ja keine Gewalt in dem Sinne. Es ist eher Gewalt der Natur. Wir haben, wie gesagt, auch ein Bild, das kam auch, glaube ich, von Rotten.com oder so. Das war praktisch ein Junge. Man konnte jetzt nicht sagen, ob er noch am Leben war, als er fotografiert wurde oder was. Der hatte keinen Unterkiefer mehr. Der Unterkiefer wurde entfernt von irgendwelchen Mördern praktisch. Also abgerissen, rausgeschnitten, keine Ahnung was. Und die Beschreibung war praktisch, dass das gemacht wurde, um die Mutter zu foltern. Das heißt, dieses Bild sagte aus, Mutter und Kind wurden entführt oder wie auch immer. Und dem Kind wurde diese grausame Tat angetan und die Mutter musste zusehen und wurde dann später aber dann auch getötet. Das ist natürlich eine extrem grausame Tat, und, also für beide praktisch dann auch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange der Junge das dann überlebt haben soll oder überhaupt noch, oder ob er schon tot war, als das Foto gemacht wurde. Das war auch schockiert. Und wie gesagt, wir haben ja, also dass wir blutige Leichen während der ganzen Reihe haben, ist ja gang und gäbe. Nur diesmal fand ich, waren diese, vor allem die Gewalttatopfer, oft sehr stark verstümmelt, beziehungsweise die Verletzungen waren einfach so viel heftiger, als wenn jetzt jemand einfach nur jemanden erschießt, dass da schon viel bestialischere Morde passiert sein müssen. Ja, das ist nicht so gewesen. Und diese Shockumentary war jetzt die einzige, die wirklich mal ein Gefühl bei mir zurückgelassen hat, dass es wirklich mit der Gipfelpunkt der Gewalt gewesen ist, den ich bislang gesehen habe. Und deshalb hat dieser Film etwas erreicht, was ich dachte, was nicht so schnell passieren würde. Bandit in America 5 bekommt von mir die höchstmögliche Punktzahl, die ich vergeben kann, nämlich 19 von 19 möglichen Gore-Punkten. Es ist, wie gesagt, wenn ihr euch den anschaut, es ist nicht so, dass man jedes Mal die Tat aktiv sieht. Und dadurch könnte man argumentieren, ja, aber wenn jetzt eine Shockumentary existieren würde, wo diese ganzen Taten auch noch on-screen passieren würden, dann wäre das doch noch brutaler. Das kann sein. Aber wie gesagt, das, was zu sehen war, hatte mir persönlich, auch schon als erfahrener Shockumentary-Schauer, doch schon gereicht. Dass ich gesagt habe, diese grausamen Taten, die Gewalt gegen Tiere, gegen Kinder, aber auch gegen die Menschen und so weiter, und auch dieses Darstellen, war jetzt so dermaßen hart, dass ich sage, dieser Film hat als erster die höchstmögliche Punktzahl hier praktisch erreicht. Und es wird jetzt in Zukunft schwer werden für andere Filme und Shockumentaries daran zu kommen, weil eigentlich diese allerhöchsten Punktzahlen, 17, 18, 19 Punkte, die können von einem Spielfilm nicht erreicht werden. Das geht einfach nicht, weil jeder Film, egal wie amateurhaft, wie splatterig oder was auch immer er ist,
dadurch schon, dass es nicht real ist, kann er schon die höchste Punktzahl nicht erreichen. Ja? Und wie gesagt, dadurch, dass wir hier über reales Material sprechen, ja, das dann wirklich mal so schockierend ist, da gibt es keine anderen Punktzahlen. Ne? Ganz klar, wie gesagt, Teil 5 war für mich jetzt eigentlich der härteste. Gehen wir jetzt aber nochmal zurück zum Sessel sozusagen, dann kann ich mich im Rahmen der Index-Rundschau nochmal ein bisschen ausruhen. Ja, da sind wir wieder. Jetzt habe ich euch sehr viel von dem Grausamen und Brutalen erzählt, was dort zu sehen war. Wie gesagt, es ist nur wenig gewesen. Also die Filme haben vielleicht 5-mal mehr Szenen, als wie ich jetzt erzählt habe. Also ein allzu riesiger Handlungsspoiler war es diesmal nicht. Da wäre noch genug drin, was man dann letztendlich entdecken kann. Ja, wie gesagt, Teil 1 bis 5 sind beschlagnahmt worden, Teil 1 bis 6 indiziert worden, der 6. Teil nicht ganz so stark. Ich denke mal, das liegt daran, dass der 6. Teil durch diesen dreimaligen Einsatz des World Trade Centers, was er nun, also das kann ja nun keiner mehr leugnen, dass das echt ist, die Aufnahmen, dadurch hat der 6. Teil noch eher den Charakter einer zeitlichen Berichterstattung. Ja, und dass es wirklich eine Art Dokumentation ist. Ja, und ich denke, man dadurch und dadurch, dass auch sonst die Szenen eher etwas harmloser sind, ja, dass deshalb die paar Szenen, die wirklich Gewalt sind oder sogar die Suizide, dann nur eine einfache Indizierung, damals Liste A, die gibt es ja jetzt so nicht mehr, gerechtfertigt haben praktisch. Ne? Also eine Beschlagnahmung hätte ich jetzt beim 6. Teil ehrlich gesagt auch nicht mehr gesehen, einfach weil die Szenen im Vergleich, vor allem zu Teil 5, aber auch zu den anderen Teilen, dann nicht mehr so bestialisch und brutal sind letztendlich. Ja, wenn wir mal den Kommentar zum Strafgesetzbuch zu Rate ziehen, vor allem wegen den ersten Teilen, da ist es ja so, wenn wir da mal hier schauen, das ist ja hier die Auflage, die ich auch schon bei meinen früheren Videos praktisch gezeigt habe. Thomas Fischer aus der Reihe Beck'sche Kurzkommentare, die Auflage 2020, das ist die 67. Auflage, also nicht das ganz aktuelle, aber ich denke mal, so viel wird sich bei den Paragraphen nicht geändert haben praktisch. Ja, also was haben wir hier? Also es ist also, es gibt da die drei Möglichkeiten. Entweder grausame Gewalttaten, die entweder Gewalt verherrlichen oder Gewalt verharmlosen oder, falls dieses fehlt, eine unmenschliche Art der Gewaltdarstellung praktisch darstellen praktisch. Und ja, wir haben ja jetzt hier praktisch, also dass wir Gewalttaten haben in dem Film, ist natürlich völlig logisch. So, und es ist so, mal wieder, Gewalttätigkeiten gegen Tiere und Sachen sind nicht erfasst. Das heißt, diese Tierschlachtungsszenen mal wieder, egal wie bestialisch die Tiere dort gehalten werden, auch der Hundekampf oder dieser Bärenkampf, diese Szenen führen höchstwahrscheinlich nicht zur Beschlagnahmung, werden also auch von mir jetzt nicht in dem Sinne beanstandet. Ja, also es ist natürlich schrecklich, was dort passiert, hat aber mit der Frage Beschlagnahmung, ja oder nein, nichts zu tun in dem Sinne. Dann haben wir es ja hier so gehabt, ganz klar hier verrohende Szenen, das kann natürlich sein. Hier haben wir, genau, hier in der Randziffer 12 unter Buchstabe C. Nach Auffassung des Gesetzgebers sollen Gewaltdarstellungen auch dann erfasst werden, also auch dann erfasst werden, heißt, sie sollen auch zur Beschlagnahmung führen, wenn es an einer verherrlichenden oder verharmlosenden Tendenz fehlt, die Darstellung aber gleichwohl verrohend wirkt, zum Beispiel, weil sie ein blutrünstiges Geschehen ausschließlich zur Erzeugung von Ekel und Nervenkitzel ausmalt. Ja, könnte man hier sagen, könnte man hier sagen. Wir hatten dann auch noch hier irgendwo eine Szene, genau, hier mit bloßer, wenn die Menschen als bloßes Objekt fremder Willkür, Belustigung oder Haltung gemacht werden, das könnten natürlich diese Internetfotos sein, ne, ganz klar. Und rücksichtslose Tendenz hier unter Randziffer 7. Also ganz klar ist für mich hier, dass die diese Szenen, ich würde sagen, hier eine Gewaltverherrlichung kann man hier nicht sehen. Weil dadurch mangels Handlung ist es ja so, dass keiner der Täter, wenn es mal einen Täter gibt, irgendwie heroisch auftritt oder es als sehr positiv dargestellt wird. Das ist ja hier nicht der Fall. Ne? Oftmals sieht man auch so Autoverfolgungsjagden oder viele Unfälle auch. Also jegliche Unfälle und auch Unfallopfer könnten eigentlich ja hier zu nichts führen, weil das ist ja keine Gewalt. Ja?
Allerdings muss man sagen, und das ist wahrscheinlich dann auch auf Faces of Gore damals zutreffend gewesen, dass sie gesagt haben, diese Reihe ist nicht als Dokumentation anzunehmen. Da gibt es ja auch ein Kapitel. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt. Ich will, während ich weiterrede, nochmal danach lesen. Aber wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, klar, also normalerweise sind Dokumentationen, insbesondere über das Zeitgeschehen, immer ausgeklammert. Ne? Wenn ich jetzt in einem Kriegsgebiet bin und über einen Krieg berichte und da passieren natürlich grausame Gewalttaten, dann ist das Zeitgeschehen. Ja, dann wird, kann das nicht beschlagnahmt werden, weil es eben eine Berichterstattung ist. Vor allem, wenn ich Reporter wäre oder was. Ne? Randziffer 15, Privileg der Berichterstattung. Ne? Aber es gibt hier auch zum Beispiel die Ausstrahlung zum Beispiel von Filmaufnahmen, die von Vernehmern während einer Folterung gefertigt werden kann, Berichterstattung oder deren Missbrauch sein. Ohne, dass sich dieser Merkmal des Dienens hinreichend bestimmen ließe und so weiter. Also, wir haben hier mehrere Randziffern, die praktisch sagen, ja, es kann aber auch, also es kann sein, dass die nur vorgeben, eine Berichterstattung zu sein. Ja? Und das, würde ich sagen, ist bei Bennett in America gegeben. Das Ganze ist nicht als ernstzunehmende Dokumentation anzusehen. Auch vom Stile her passt es nicht. Wir haben in den ersten fünf Filmen oftmals einen Erzähler, beziehungsweise einzelne wechselnde Sprecher. Die werden dann in den Originalaufnahmen schon dabei gewesen sein. Und dann ist es eben so, dass wir im sechsten Teil haben wir nur Einblendungen. Ja, also da, was hatte ich aufgeschrieben? Einblendungen und Texttafeln. Ne? Und kein Sprecher mehr sozusagen. Und nein, ich denke mal, es geht um die Darstellungsweise. Ja, und zwar, dass hier die dritte Möglichkeit im 131er praktisch ausgenutzt wird bei der Beschlagnahmung, nämlich das Zeigen von Gewalt oder Gewaltopfern in einer die Menschenwürde verletzenden Art und Weise. Ja, einfach weil diese Szenen sind ja jetzt meistens nicht so dargestellt, sag ich mal so, dass man wirklich von einer Dokumentation, also von diesem Stile her sprechen können. Es ist reißerisch, ja. Es soll schockieren, ja, der Wechsel auch zwischen den Szenen. Ja? Bei Faces of Gore hatten wir wenigstens noch Themenblöcke, wo man was sagen kann. Und da hat der Sprecher eigentlich noch viel erklärt und auch viele mahnende Worte gesagt. Das ist in diesem Fall jetzt hier nicht so. Ja? Auch, dass es nicht nur, wie gesagt, Fernsehaufnahmen sind. Also, wenn es jetzt durchgehend, wie es ursprünglich vermutet hatte, Aufnahmen von Reportern sind, die dann nur im Fernsehen nicht mehr gezeigt worden sind, weil man eben die entstellten Leichen nicht zeigen wollte und so weiter. Ich glaube, dann wäre es auch nicht das Problem gewesen. Dann hätte man auch dann hätte man noch diese Berichterstattung irgendwie noch hier ernst nehmen können. Aber dadurch, dass es auch aus aller Welt kommt, ja, auch aus Japan und aus anderen Ländern oder eben auch aus dem Internet irgendwas genommen wird oder so, die und diese Seiten, so wie Rotten.com, die ganz eindeutig eine unterhaltende und reißerische Funktion hatten und mit Sicherheit keine aufklärende Funktion oder keine Berichterstattung, das zeugt dann alles davon, dass diese Filme nur dafür aus sind, die Toten eben ja, praktisch zu präsentieren als etwas, nicht etwas Tolles, nein, das jetzt nicht, aber eben um zu schockieren. Ja, um zu sagen, hier, schaut mal, was alles möglich ist. Ja. Gibt natürlich auch einige brutale Szenen. Es gibt ja zum Beispiel, wie gesagt, Polizisten oder Verbrecher, die einfach mal aufeinander schießen. Geiselnahmen gibt es. Es gibt, ich glaube, in Teil 4 oder 5 war das auch so, wo zwei Männer auch lange gegeneinander kämpfen, wo man gar nicht verstanden hat, was das ist. Dadurch, dass man oft gar nicht versteht, was das soll, kann man da auch nicht wirklich was nachvollziehen. Ja. Deshalb, also ich persönlich, vor allem bei Teil 5 Kaiserschiene, aber eigentlich bei allen anderen auch. Also bei den ersten 5 Filmen kann ich die Beschlagnahmung verstehen, weil man einfach sagt, das ist keine Dokumentation. Das ist jetzt kein, also da war Executions, also um Meilen besser Executions, hatte ich ja auch im Rahmen des Aktor-Gore-Videos vorgestellt. Da habe ich auch gesagt, das ist eine Dokumentation, die erstmal das ganze Jahrhundert abdeckt, die zwar auch eigentlich nur auf Tod aus ist, nur auf Töten, aber, wie gesagt, auch mal erklärt, wie der elektrische Stuhl funktioniert, wie die Guillotine funktioniert und, auch so mal Hintergrund erzählt und. Und das hier ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Szenen, von grauselig entstellten Leichen, von Toten, die auch, wenn sie geborgen werden, nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst werden, die wirklich fast schon ausbeuterisch gefilmt werden. Warum muss ich eine Minute lang irgendwie ein zertrümmertes Gesicht anschauen? Es reicht doch, wenn ich das mal kurz einblende.
Oder. Es wird kein Polizist mal vernommen dazu, dass man, also vernommen, dass man sagt, es wird auch mal was erzählt dazu. Es gibt immer nur diesen Off-Sprecher. So, und wir sehen immer nur diese Szenen, so, also wie die Kamera dabei ist und dann die Leichen gefunden werden und so weiter. Aber wenn doch wenigstens mal irgendwie, was weiß ich, mal ein Polizist oder ein Forensiker erzählen würde, was dort passiert ist, wie die das Ganze sehen, wie das jetzt geborgen wird, dass mal ein bisschen was erklärt wird, ne? Oder wir haben auch hier eine kurze Autopsie-Szene, aber sieht man eigentlich nur dann, wie die Studenten umkippen, ja. Also, wenn ich da an Gesicht des Todes 8 denke, wo dann wirklich genau erklärt wird medizinisch, was dort untersucht wird, ja, sowas hätte ich mir ja auch gewünscht. Ist aber nicht der Fall. Ich denke aber mal, wenn die Filme so etwas gemacht hätten, dann wäre es was anderes gewesen. Und dann hätte man vielleicht auch gesagt, okay, die sind so schockierend, die muss man indizieren, die dürfen Jugendliche auf keinen Fall sehen. Aber zur Informationsfreiheit der Erwachsenen ist da gar kein Problem. Aber das ist definitiv hier nicht der Fall. Ja? Ich glaube, bei der nächsten Reihe, Gesicht des Todes 2000, ist es nicht anders. Da sind aber nicht alle Teile beschlagnahmt, sondern nur Teil 1, 3, 5 und 7 oder so, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Muss ich dann nochmal gucken. Also ein, zwei Teile sind auf jeden Fall nicht beschlagnahmt. Da werde ich ja im selben Stile die Videos dann machen. Und ja, also wie gesagt, Indizierung, Beschlagnahmung kann ich hier verstehen. Es ist so, diese Reihe, bietet sie einen Mehrwert, sage ich mal so? Nein. Also wenn man schon viele andere Shockumentaries gesehen hat, wenn man sich wirklich für dieses Thema Tod, Sterben, Unfälle, wenn man sich dafür interessiert, so wie ich, dann kann man sich diese Reihe natürlich anschauen, aber letztendlich bietet sie etwas Neues, vielleicht, ja, es kommt auf den Zeitpunkt drauf an. Wann sieht man was? Wenn ich die ganzen anderen Shockumentaries nicht gesehen hätte, hätte ich das ganze Material hier nicht gekannt. Und würde ich sie dann schauen, würde ich sagen, ah, das ist eine Szene, die aus Bennett in America ist. Es dreht sich dann genau um, ist völlig logisch. Ich persönlich bin aber der Meinung, wenn man anfangen möchte, Shockumentaries zu sehen, dann ist das hier kein guter Einstieg. Das ist kein sehr guter Einstieg, vor allem wegen der extrem schlechten Bildqualität und dem englischen Sprecher und so weiter. Also da sollte man wirklich eher mit einer Stufe niedriger anfangen. Tatsächlich klassisch mit sowas wie Gesicht des Todes oder eben die sehr gute Executions-Doku, dass man da eben vielleicht mit anfängt und dann sich so langsam vorarbeitet. Und wie gesagt, bislang... auch Gesicht des Todes 5 war damals extrem hart, ne? Mit dieser Kinderleiche, mit den Drogen da drin und so weiter, ja, da waren noch viele andere Kinder noch drin, also klar, aber Bennett in America 5 fand ich es persönlich momentan so der Höhepunkt, was Grausamkeit angeht, nicht unbedingt onscreen, dass man sagt, okay, es passiert onscreen, aber die Resultate zählen. Ja, und im Kommentar zum Strafgesetzbuch steht auch, nur das Zeigen von toten oder verletzten Menschen würde auch nicht ausreichen. Wenn der Film aber zumindest konkludent schildert, wie das passiert ist, ja, dann reicht es aus. So, und da ja eigentlich sehr oft erklärt wird, was dort passiert ist, oder dass klar ist, dass das eben Mordopfer oder sonst was sind, dann ist die Gewalt wieder da. Und dann ist es egal, ob ich den Mörder mit seinem Messer oder was weiß ich noch sehe oder nicht. Ja, aber dann zählt es trotzdem. Deshalb. Ja, meine lieben Leute, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal in einer Woche dann bei dem weiteren Special, wo ich dann die Faces of Death 2000 Reihe Teil 1 bis 7 dann bespreche. Teil 1 bis 3 kenne ich schon, weil ich die selber mal als DVD-Box bei uns hatte. Die gab es auch in Deutschland praktisch. Teile 4 bis 7 sind aber in Deutschland, glaube ich, nicht offiziell erschienen. Ich habe da aber auch, wie gesagt, eine Blu-ray, wo alle 7 Teile drauf sind und ja, bin deshalb vor allem auf Teil 4 bis 7 gespannt. Werde mich dann aber auch nicht wundern, wenn dort wieder Material drauf ist, was ich schon aus anderen Dokus kenne. Ich werde dann wieder berichten, wenn ich davon gehört habe. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich nochmals herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.